Let's Play Star Wars Republic Commando Online. Ich bin Sandro. Und ich bin Erik. Und zusammen sind wir die zwei LP, also starten wir mal. So. Ja, also ich bin beim Trandoshana eingestiegen. Ich weiß, dann musst du ja Republik sein automatisch, oder? Ja. Hast du mich gerade schon... Bist du das denn, du Potsau? Ja. Ja, also zum Spiel jetzt erstmal nochmal ganz kurz was zu sagen. Also wir spielen es beide über Steam gerade. Genau. Ist auf jeden Fall noch ziemlich angesagt. Ich glaube, es ist gerade so mittlerweile sogar 50% runtergesetzt. Nutzt die Chance. Jetzt kostet es, glaube ich, ist eigentlich, ich glaube, Ursprungspreis liegt bei 10 Euro, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt, selber rechnen könnt ihr ja auch, aber 5 Euro. Und das ist auf jeden Fall eines der solidesten Online-Games, die ich so ziemlich kenne mit. Und sehr dynamisch, also wir zocken jetzt gerade in One vs. One, ganz simples, aber trotzdem eigentlich sehr dynamisch. Große Teamfights, ich glaube, die Mindestkapazität auf Karte liegt bei 32. Du fistest mich hier gerade, davon mal abgesehen. Aber ja, also es ist einfach ein sehr geiles Spiel und es kommt auch nie so wirklich aus der Mode, würde ich praktisch schon sagen. Die Grafik bleibt auch immer in Ordnung, also... Selbst jetzt, obwohl ich schon bessere Spiele gewinnt bin, finde ich es immer noch akzeptabel. Und Abflug. Ja, dann um noch was. Also, hier gibt also. Ich würde sagen, das ist noch ziemlich angesagt. Auf jeden Fall. Also, man findet tausende von Servern praktisch, auf denen man wirklich ziemlich viel. Leute auch noch finden kann. Das ist aber allerdings mehr oder weniger fast ein Insider-Tipp teilweise, weil die meisten, wie schon gesagt, eher meistens Star Wars Freaks Fans sind auf die MMOs umgestiegen oder jetzt praktisch halt den Newcomer der Serie Star Wars The Old Republic Online. Und dann gibt es natürlich solche Klassiker dann noch wie Star Wars Jedi Academy, was ich übrigens auch noch zocken werde, beziehungsweise Let's Playen werde, wenn es gut ankommt. Auf jeden Fall. Sehen. Ja. Die die klassischen Star Wars Waffen sind hier auch vertreten, wie jetzt zum Beispiel ich hier die Wookie Armbrust, aber auch ein paar spezielle halt, die nur die Kommandos tragen. Das Spiel selber ist in der sagen, Zeit. Das Waffenarsenal. Ja, bitte. Ja, Spiel selber ist zwischen der Zeit von Star Wars Episode 2 und 3 angesiedelt. Und somit sind auch sagen, die... das Waffenarsenal... Ja, somit sind die... So, ja. Somit sind die Karten relativ an die Frequenz angelehnt. Also Fans der klassischen Trilogie werden hier nicht sehen. Ihr merkt, das läuft hier noch nicht ganz alles reibungslos mit dem Sprechen oder sowas, aber... Das kann man ja noch beheben. Wir werden sicherlich konstruktive Kritik erhalten, beziehungsweise werden sie bevorzugen sogar. Und sehen einfach, was sich da machen lässt. Wir sind jetzt einfach gerade mal ein bisschen so... Plan kann man nicht sagen, aber mal so just for fun drauf los. Und ja, wir leiern uns jetzt die Dialoge so ein bisschen aus dem Ärmel, kann man schon praktisch sagen. Aber Spontanität ist, denke ich mal, bei Let's Plays oder Gameplays nie richtig verkehrt. Also nochmal zu den Waffenasians hier zurückzukommen. Also... Es hat einfach alles, was man hat. Du hast die Schrotflinten, du hast die Sniper, du hast die... Ich sag jetzt einfach mal plump Sturmgewehre. Dann speziellere Waffen wie die Wookie-Armbrust, die seismischen Bombengranatwerfer oder wie man ihn auch immer nennt. Also es ist wirklich Top-Spiel, also ein Top-Shooter wirklich, muss man sagen. Mein Lieblingsspiel der Star Wars-Reihe allerdings immer noch, wird allerdings noch einer mit bleiben, ist Star Wars Battlefront 2. Allerdings, das hier läuft deutlich dynamischer ab im Multiplayer. Zur Anmeldung melde ich einfach im Spiel an, musst nur einen Account erstellen und schon geht's los. Ist auch relativ leicht. Ja, der Anmeldung. Also wirklich sehr simpel. Es ist free to play. Und seht hier also die. Ja, so ein bisschen, hat ein bisschen was vom Portal. Wie vom Portal, ja. Und Halo, speziell jetzt der Waffe, aber das ist jetzt meine Meinung. Wo bist du? Nochmal hier zum Gameplay. Also das Spiel hat wirklich, ist 2005, meinten wir jetzt, rausgebracht worden. Es hat geringe Anforderungen. Ich habe
keinen guten PC, muss ich sagen. Also Windows XP lungere ich immer noch ein bisschen mit rum. Aber das ist echt nichts zu sagen. Also das ist, läuft perfekt. Die Grafik, mit der Grafik wird eigentlich jeder zufrieden sein heutzutage. Zumal Retro-Games werden, glaube ich, immer beliebter. Mit der Zeit, jetzt wieder. Zumal große Let's Player, was heißt große Let's Player, also ziemlich viele Let's Player steigen jetzt wieder um auf die Doom-Reihe oder Castlevania etc. Sieht man immer öfters. Sowas kommt eigentlich nie aus der Mode. Ja, diese ganzen Revivals. Ja. Findet man jetzt öfters. Ja, zum Beispiel Gronkh Let's Retro fällt mir gerade auf. Ich, wie schon gesagt, ich schaue Gronkh ja nur nicht mehr so intensiv. Da bin ich mehr von erzählt. Ich mag mehr so die etwas unbekannteren Let's Player. So eigentlich. Also einer meiner Lieblings-Let's Player, den ich auf jeden Fall sehr empfehlen kann, ist Mr. Pacton. Solltet ihr mal reinschauen. Ich denke mal, den werden wir vielleicht noch verlinken. Unten. Ja, ich fahre fort, Sandro. Ja, meine Favoriten sind eigentlich Sarasa und GameTube. Das sind die GameStar-Redakteure. Sehr guter Kanal. Nicht Mainstream-Spiele. Ein guter Ausgleich zu Sarasa, würde ich sagen. Also ich empfehle, mal reinzuschauen. Das ist gerade irgendwie ein bisschen zu meinem Gunsten, das Spiel, ne? Ich weiß gar nicht, woran es so richtig liegt. Ja, also, ob es am Sniper. Habe ich dich gerade eben getroffen? Also, das finde ich irgendwie so ein bisschen bei mir noch verbuggt. Ich sehe den Einschuss irgendwie etwas später, als dass er schon eingeschlagen ist. Weiß ich, ob ich dich. Jetzt habe ich dich, ne? Ja. Also, es laggt bei mir ein bisschen, das liegt allerdings nicht am Spiel, das liegt eher an meinem Computer. Zumal wir jetzt ja, wie ich schon gesagt, da wir es alles über Steam ein bisschen regeln, läuft das jetzt halt auch über den Steam-Chat, mit dem ich bis gerade eben noch nicht vertraut war. Machst du das öfters, Sandro, über den Steam-Chat als über Skype? Ich hatte heute Premiere damit. Okay, also es ist für uns beide Neuland, aber ich muss sagen, ich verstehe dich genauso gut wie über Skype auch. Finde ich. Ich würde sagen, wir beenden die erste Folge, weil jetzt auch schon der Anfang des Spiels zu lang. Ich danke fürs Zuschauen und ja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Auf jeden Fall. Bis dann.